14 Tagen schon gilt. Und sie kommt auf uns zu. Heute sind wir auch in besonderer Weise solidarisch mit Andreas Schöfbeck, dem Vorstand der BKK. Er hatte in der vergangenen Woche das Paul-Ehrlich-Institut gefragt, wie es denn zu erklären sei, dass Ärzte fast 14 Mal so viele Impfnebenwirkungen durch Corona-Impfstoffe abrechnen, als dem Paul-Ehrlich-Institut gemeldet worden sind. Die Gefahr, dass wir mit einer massiven Untererfassung von Impfstoffnebenwirkungen zu tun haben, hielt er für alarmierend genug und hat einen Brief geschrieben und wollte sich mit dem Paul treffen, um diese Fragen zu klären. Kurz vor diesem Termin wurde er als Vorstand des BKK gestern fristlos entlassen. Er wurde entlassen, nachdem er kritische Fragen gestellt hat. Es ist ungeheuerlich, was in unserem Land gerade passiert. Wir wollen die Antworten auf diese Fragen und wir werden nicht locker lassen, bis wir sie bekommen. Wir hatten einmal eine sogenannte vierte Gewalt im Staat. Wir hatten Journalisten, die sich auf so eine Geschichte gestürzt hätten und dafür gesorgt hätten, dass die Verantwortlichen nicht ungeschoren davonkommen. Heute haben wir das nicht mehr. Über den Brief des BKK-Vorsitzenden wird in den Mainstream-Medien nicht berichtet. Auch über die Entlassung des Herrn Schöfbeck wird man in ARD und ZDF wohl wenig hören. Auch unsere Proteste werden in den meisten Medien ignoriert. Über unsere vergangenen 9 Spaziergänge hat die hiesige Rhein-Neckar-Zeitung kaum berichtet. Und wenn, dann alles andere als differenziert oder neutral. Querdenker, Impfgegner, Leute, die dem rechten Spektrum zuzurechnen sind, gingen auf die Straße, so die RNZ. Aber wir haben ein Anliegen, ein wichtiges Anliegen. Wir wollen unsere Arbeitsplätze nicht verlieren. Wir sind Menschen aus dieser Region, die auf die Straße gehen, um gehört zu werden. Wir haben uns deshalb entschieden, uns direkt an die Rhein-Neckar-Zeitung zu wenden. Wir haben einen Brief an die Redaktion verfasst, um zur ausgewogenen Berichterstattung über unser Anliegen aufzufordern. Wir haben hier vorne Unterschriftenlisten für alle, die sich an diesem Brief beteiligen wollen. Ich werde diesen Brief kurz vorlesen und ihr habt dann Gelegenheit, hinterher eure Unterschriften drunter zu setzen, entweder direkt hier am Platz oder auch später am Wilhelmsplatz. Wir werden diese Unterschriftenlisten dann auch am Samstag bei unserer nächsten Kundgebung nochmal auslegen. Ich lese den Brief jetzt vor. Sehr geehrte Redaktion der Rhein-Neckar-Zeitung, seit dem 29.12.2021 demonstrieren wir in Heidelberg jeden Mittwoch gegen die unrechtmäßige Freistellung von Mitarbeitern des St. Josephs Krankenhauses und gegen die Einführung einer bereichsbezogenen Impfpflicht in Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen. In Übereinstimmung mit vielen Experten halten wir diese Impfpflicht für sinnlos, riskant und verfassungswidrig. Seit 10 Wochen treffen wir uns regelmäßig, jeden Mittwoch, zwischen 400 und 700 Menschen, um für unsere Grundrechte, für unser Recht auf körperliche Unversehrtheit und für unser Recht auf Selbstbestimmung einzutreten. Friedlich und besonnen, aber auch entschlossen, spazieren wir zu unserem St. Josephs Krankenhaus, das zu einem Symbol geworden ist für die Durchsetzung einer bereichsbezogenen Impfpflicht, deren Sinn kein Experte mehr zu erklären vermag.
Wir protestieren gegen eine Politik, die keine Rücksicht nimmt auf die Menschen, deren Beruf es ist, anderen zu helfen und die vor wenigen Monaten noch von vielen beklatscht worden sind. Unsere Protestaktionen waren immer wieder Ziel verbaler, aber auch täglicher Angriffe durch Anwohner, Passanten oder durch Gruppierungen, die sich selber als links verstehen. Darunter waren Beleidigungen und auch Würfe von Gegenständen auf die Teilnehmer. Wir bedauern das Unverständnis und die Aggressivität, auf die wir teilweise stoßen, und wir beobachten eine besorgniserregende Verrohung des Umgangs miteinander. Leider fürchten wir, dass auch die RNZ dazu beiträgt, dass unsere friedlichen Proteste diskreditiert werden. Wir vermissen eine ausgewogene Berichterstattung, welche unsere Motivation und Perspektive berücksichtigt. Stattdessen werden wir in Ihrer Zeitung ignoriert oder abwertend als Querdenker, Impfgegner oder einfach als rechts bezeichnet. Es ist auch diese Art der tendenziösen Berichterstattung, die mit dazu beiträgt, dass wir Demonstranten als egoistisch und unsolidarisch angesehen werden. In der Folge kennen einige offenbar keine Grenzen mehr und halten Beleidigungen und körperliche Angriffe gegen Mitmenschen für zulässig und moralisch gerechtfertigt. Angesichts einer Demonstrationsserie, die nun bereits seit 10 Wochen wöchentlich Hunderte von Menschen auf die Straße bringt, wünschen wir uns von der RNZ eine differenzierte Berichterstattung. Dazu gehört auch, neutral über die Anliegen der Demonstranten zu berichten und die Betroffenen zu Wort kommen zu lassen, die seit Wochen für eine faire Behandlung und den Behalt ihrer Arbeitsplätze auf die Straße gehen. Wenn wir schon kein Verständnis erwarten dürfen, so fordern wir doch den Respekt, uns wenigstens anzuhören. Wir sind gerne bereit, die Beweggründe für unsere Aktionen und unsere Ansichten mit Ihnen zu teilen. Es werden von uns keine Verschwörungstheorien verbreiten und wir sind keine Wissenschaftsleugner oder Impfgegner. Viele von uns sind selber Ärzte, Wissenschaftler, Pfleger und andere Betroffene. Auch wir haben das Recht, in dieser Debatte gehört zu werden. Daher fordern wir Sie als Redaktion der RNZ auf, umfassend und differenziert über unser Anliegen zu berichten. Wir fordern Respekt und Fairness gegenüber Menschen, die sich ihr Recht auf Selbstbestimmung bewahren wollen. Mal sehen, ob es was bringt. Also, wer diesen Brief unterschreiben möchte, wir haben hier vorne die Unterschriftenlisten, wir haben auch ein paar Klemmbretter. Wir können das, also jeder, der vorbeigeht, kann das gerne tun. Und später wird auch noch Gelegenheit sein. Heute ist ein besonderer Mittwoch. Wir haben nicht nur den 10. Solidaritätsspaziergang, sondern wir haben heute auch außergewöhnlich viele Ärzte hier, die uns unterstützen. Zu erkennen an den aufgehängten Kitteln, die sie dabei haben, das freut uns natürlich ganz besonders. Kritische Ärzte, die wirklich wissen, worum es geht, die wirklich in Kontakt sind mit den Patienten, die wissen, was Corona bedeutet und die wissen, was die Impfung bedeutet. Und einige von ihnen haben sich bereit erklärt, und das ist sehr mutig, heute am Abschluss der Kundgebung auf dem Wilhelmsplatz von ihren Erfahrungen zu berichten. Und da freue ich mich ganz besonders drauf. Es lohnt sich also heute für jeden bis zum Schluss zu bleiben. Jetzt freue ich mich erstmal auf unseren Spaziergang. Viele von euch kennen den Weg. Wir gehen jetzt gleich hier hoch, die Poststraße lang.
über die alte Universität ganz wichtig ist, bei der alten Universität und auch später, wenn wir beim Josefskrankenhaus sind, dann sind wir sehr leise. Ja, wir können sehr, sehr laut sein, das sind wir hoffentlich auch, aber wir können auch sehr leise sein. Und diesen Respekt den Patienten gegenüber, den werden wir auch heute wieder zeigen. Ansonsten danke ich noch der Polizei, die heute auch wieder da ist, um unsere Demonstration zu ermöglichen, mit denen wir sehr gut zusammenarbeiten. Und ich wünsche euch und uns allen einen wunderbaren Spaziergang. Und noch einmal eine eigene Sache. Letzte Woche Mittwoch waren ja viele hier vor Ort bereit, uns Geld für eine neue Anlage im Prinzip zur Verfügung stellen, uns zu schenken. Wir haben jetzt was gekauft, das letzte Woche kam zu ca. 800 Euro zusammen. An dieser Stelle vielen, vielen Dank. Das hätten wir ehrlich gesagt nie gedacht. Also an dieser Stelle mein wirklich herzliches Dankeschön an euch alle. Wir haben ja auch im Prinzip besprochen, was wir danach machen mit dem Kram, den wir uns zugelegt haben. Also wir haben so ca. 1300 Euro für die neue Anlage ausgegeben. Denn die Differenz haben wir selbst dazugelegt, versteht sich ja von selbst. Und wir haben uns überlegt, wenn das Ganze vorbei sein sollte und wir die Sachen nicht mehr brauchen, dass wir die Sachen ja verscherbeln, verkaufen und das Geld auch spenden werden. Das heißt, auch an dieser Stelle Transparenz, da bekommt keiner was, da wird kein Hausdisco oder sowas aufgebaut, sondern wir werden, wenn wir die Sachen nicht mehr brauchen, auch verkaufen und das Geld schenken. Also wie gesagt, nochmal vielen lieben Dank an die 800 Euro, die letzte Woche zusammengekommen sind. Vielen Dank. Der Brief, den der Kai gerade vorgelesen hat, den werden wir auch auf die Webseite stellen, offene Gesellschaft Kurpfalz auf guest.de und ihr könnt auch dort online unterschreiben. Das nur noch als Anmerkung, wer den Brief nochmal lesen möchte oder weiterschicken möchte, auf guest.de, offene Gesellschaft Kurpfalz. Er ist jetzt nicht online. Heute Abend. Also, der Vorder geht jetzt hier nach vorne, wir können uns dahinter sammeln. Ihr habt alle noch Zeit zu unterschreiben, wenn ihr wollt, und dann gehen wir langsam die Aussprache.